Lass es los, lass es los. Was ist denn das? Kann es nicht mehr zurückhalten. Hey, was ist denn mit dem Frozen-Mädchen los? Lass es raus, lass es raus. Ich wünschte, wir könnten das jetzt loslassen. Nicht meine Brille. Dreh dich weg und knall die Tür zu. Jetzt bist du auf dem richtigen Weg. Und du hast etwas fallen lassen. Wer ist das? Elsa? Hast du dich mal gesehen? Du wirst nie wie sie sein. Das ist ja furchtbar. Er ist so giftig. Melanie, lass es einfach gut sein. Belästigen dich diese Idioten? Olaf? Jetzt kriegen sie dich auch noch dran. Sollen sie es doch versuchen. Verlierer. Mir reicht's. Ich kann das nicht mehr machen. Nicht weinen. Ich habe etwas für dich. Ich habe es für eine besondere Gelegenheit aufgespart. Was ist das? Schau mal. Okay. Oh, ich glaube, da ist etwas. Eine Karotte? Leg sie zurück. Nein, unter dieses Kissen. Oh, unter das andere. Wow, die ist aber schwer. Olaf, wie hast du das gemacht? Wow, warte mal. Ist das der Plan, sich in Elsa zu verwandeln? Danke, Olaf. Was ist in der Schönheitsbox? Wow, das Aussehen zu ändern ist eine tolle Idee. Los geht's. Das wird sicher nicht schwer sein. Na, dann wollen wir mal sehen. Ich werde zuerst versuchen, unsere Differenzen zu finden. Ich glaube, die sind offensichtlich. Autsch, ja. Kryotherapie wäre ein guter Versuch. Gibt es etwas, das ich verwenden könnte? Wow, das ist genau das, was ich brauche. Einen Vakuumporenreiniger. Ich kann es kaum erwarten, ihn auszuprobieren. Fangen wir mit der Nase an. Funktioniert er wie ein normaler Staubsauger? Ah, es hat funktioniert. Du bist mein Retter. Du hast mich gerufen? Na, was sagst du dazu? Melanie, du bist nur ein Wirbelsturm. Was? Schnee? Wie hast du das gemacht? Ich dachte, es wäre cool, zwei Wirbelstürme im Zimmer zu haben. Das ist nicht cool. Wir müssen das alles aufräumen. Das wird eine ganze Schneewehe auf dem Tisch sein. Komm schon, bevor er schmilzt. So schön kalt. Eben. Ich weiß, was zu tun ist. Eine selbstgemachte Kryomaske. Ich bin sicher, Elsa hat die gleiche. Lass uns ein bisschen an den Rändern arbeiten. Jetzt bin ich weiß, genau wie Olaf. Sieht aus, als wäre es an der Zeit, sie abzunehmen. Und jetzt mein Lieblingsteil. Die Massage. Ich spüre schon, wie sich meine Haut erholt. Olaf, warum hast du dieses Set vor mir versteckt? Wow, so toll. Viel besser, oder? Ja, es sieht toll aus, aber was willst du mit diesen Augenringen machen? Was redest du denn da? Oh nein, sieht so aus, als hätte Olaf recht. Ich hoffe, die Beautybox hilft. Das ist genau das, was ich brauche. Füge einfach Wasser hinzu. Oh, wo ist Olaf hin? Kannst du nicht ein bisschen vorsichtiger sein? Ah, ich habe dich schon gesucht. Wenn du es kalt machen willst, kannst du es einfach in den Kühlschrank stellen. Wir haben keine Zeit. Danke, schöner Schneemann. Das Gerät zur Entfernung von Augenringen ist fertig. Oh, was für eine Erleichterung. So schön und einfach. Olaf, willst du mal probieren? Machst du es nochmal? Das fühlt sich so gut an. Olaf, wusstest du, dass man das nicht essen kann? Mal sehen, was in meiner Schminktasche ist. Was? Das geht doch nicht mal für Puppenschminke. Olaf? Ja. Und ich möchte dir ein revolutionäres Produkt vorstellen. Die Frozen Kosmetiktasche. Juhu, ich nehme sie. Wie viel? Okay, los geht's. Was ist drin? Wow, das ist eine Schatztruhe. Ich fange mit dem Lipgloss an. Minzgeschmack. Eis. So viel Make-up-Zeug hier und ich will wirklich alles ausprobieren. Wie geht Elsa damit um? Jetzt die Wimpern. Olaf, dein Set ist der Hammer. Wenn es um den Verkauf geht, dann ist es wirklich ein Wunder. Und Olafs Sonnencreme startet den Verkauf. Schau dir diesen Geschäftsmann an. Ich kann mich ein bisschen entspannen, wenn ich mein Lieblingsbuch lese. Ich verstehe das nicht. Was ist das? Olaf, bist du das schon wieder? Ich habe doch gar nichts gemacht. Wo kommt dann der Schnee her? Ich muss nachdenken. Was ist, wenn es kein Schnee ist, sondern... Schuppen? Was für ein Albtraum. Es ist Zeit, meine Haare zu waschen.
Okay, was ist denn meine Ausrüstung? Oh, ein Bürstentrockner. Ich kann meine Haare trocknen und mir gleichzeitig eine neue Frisur machen. Die Düse ist bereit. Okay, fangen wir an. Meine Locken sind jetzt so weich. Toll, ich habe eine Idee. Ich mache mir einen Zopf wie Elsa. Jetzt sieht es toll aus. Und ich will meine Haare zum Glänzen bringen. Wir können Strasssteine verwenden. Das ist die beste Erfindung. Wirklich eine königliche Frisur. Ich verdiene ein Diadem. Jetzt werden Elsa und ich wie Zwillinge aussehen. Steht mir das nicht? Okay, es sieht so aus, als hätte ich etwas übersehen. Make-up und Haare. Fertig. Jetzt kommt das Kleid. Zum Kleiderschrank. Nee, das brauche ich nicht. Das ist ja furchtbar. Ist das ein Dienstmädchen-Outfit? Was soll ich anziehen? Brauchst du Hilfe? Du kommst genau richtig. Folge mir. Du wirst eine tolle Dekoration für mein Outfit sein. Mir ist schwindelig. Wow, das ist noch besser geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Danke, Olaf. Ich werde zu Elsa. Oh, Olaf, das war einfach wunderbar. Ich möchte jetzt wirklich ein Nickerchen machen. Neuer Tag, neue Möglichkeiten. Molly, du bist so verletzlich. Was ist los mit dir? Wuhu, ich kann mich wieder bewegen. Keine Bewegung. Wolltest du weglaufen? Oh, ich glaube nicht, dass sich jemand für diese Variante entscheiden wird. Hallo. Was ist mit deinem Gesicht los? Okay, lass es uns loswerden. Also, was ist los mit dir? Bin ich etwa eine Hexe? Okay, Baby, ich nehme dich mit. Schau, das ist dein neues Zuhause. Wow. Wo willst du hin? Kann ich es anprobieren? Nicht so hastig, Schatz. Lass uns erst Cornhole spielen. Du gewinnst. Und das Kleid gehört dir. Hier ist eine Tasche. Ich zähle die Punkte. Los geht's. Volltreffer. Kann ich mit dir spielen? Komm schon, Baby. Okay. Wuhu, ich hab's. Bitte, Hörerin. Olaf, geh mir aus dem Weg. Wuhu, wie lautet der Spielstand? Ich werde dich einholen. Guter Wurf, Baby. Darf ich? Olaf, hör auf. Und wirf. Gibst du auf? Natürlich nicht. Gutes Mädchen. Hey Mädchen, was? Oh. Wow, du hast einen Bonuspunkt bekommen und dir dein neues Kleid verdient. Wow, so schön. Jemand bekommt ein Kleid und jemand bekommt die blauen Flecken. Dein Haar ist zu dick. Aber da wir eine Familie sind, müssen unsere Haare die gleiche Farbe haben. Oh, lauf hör auf, herumzualbern. Entschuldigung, Herrin. Schon gut. Mit einem neuen Kleid und reiner Haut sehen sie absolut perfekt aus. Vielleicht brauchst du einen Zopf? Tolle Idee. Funktioniert es, Olaf? Was? Noch zwei Sätze und du bist fertig. Sie ist keine Trainingsmaschine. Danke, Mama. Komm her, Baby. Ich habe ein neues Spiel für dich. Steck deine Hand in die Kiste und nimm den Preis. Hey Mädel, ich weiß, was du wählen sollst. Glaub mir, der Preis ist hier. Meine Intuition sagt mir, dass ich nicht auf den Schneemann hören soll. Wow, herzlichen Glückwunsch. Lass es uns ausprobieren. Jetzt werden deine Wimpern wieder heller werden. Wie konnte sie so einen wunderbaren Preis ablehnen? Mach die Augen auf. Wir können etwas hinzufügen. Hey Herrin, willst du spielen? Die Joysticks sind bereit. Olaf, das ist sehr süß. Aber ich muss Nein sagen. Wie wär's mit Mortal Kombat? Oder Mario Kart? Komm schon. Nein, Olaf. Sei still, das Baby schläft. Warum können wir nicht spielen? Das liegt alles an diesem Mädchen. Olaf, was machst du da? Was ist los mit dir? Wage es nicht, sie anzufassen, Schatz. Entschuldigung, Herrin.
Es ist einfach wunderbar. Danke. Ich weiß, wie sehr du dieses Kind liebst. Und du auch, Olaf. Ich bin genau wie Mama. Ich brauche nur die Ohrringe. Und wo kann ich sie bekommen? Warum sind wir traurig, kleines Mädchen? Ich habe eine Idee und du wirst mir helfen. Kannst du mir einen Schneeball geben? Danke, Olaf. Genau das, was ich brauchte. So schön. Wie zwei kleine Schneebälle. Du bist so toll. Danke für die Hilfe. Ich glaube, Mama wird sie auch mögen. Und danke. Es ist zu kalt hier drin. Vielleicht ein bisschen wärmer? So, viel besser. Baby, schau mal, was ich habe. Oh, es ist zu heiß. Was ist das? Hier wird alles schmelzen. Oh, Mama, was ist denn mit dir passiert? Oh nein. Ich kann dich nicht so zurücklassen. Reiß dich zusammen. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Puh, ich frage mich, was sie mir beigebracht hat. Zeig mal her. Eine süße Halskette. Die sieht so gut an mir aus. Eis, einfach schön. Oh, ich dachte schon, das wäre das Ende. Danke, Mama, für die Halskette. Freut mich, dass sie dir gefällt. Warte mal. Olaf? Ich glaube, er ist es. Sieht aus, als bräuchte er auch Hilfe. Schau, wie neu. Olaf, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Schau, Baby, wir sind wie zwei Tropfen gefrorenes Wasser. Aber ohne Krone. Wann werde ich eine haben? Oh, es ist noch zu früh. Bitte. Warte, du wirst dir deine eigene Krone machen. Los geht's. Das schaffe ich schon. Wir zeichnen erst die Konturen und schneiden sie dann aus. Wir skizzieren die Schablone auf dem Glitzerschaumstoff und schneiden sie wieder aus. Das ist so cool. Lass uns unserer Krone mehr Tiefe verleihen. Und ein paar Dekorationen. Das ist ein riesiger Saphir in der Mitte. Schon schick. Du bist so schön. Genau wie ich. Und gefällt dir dein neuer Look? Natürlich. Ich bin eine echte Schneeprinzessin. Hey, Herren. Olaf? Moment mal, wer von euch beiden ist Elsa? Du oder du? Versuch zu raten. Es ist wirklich schwer, mich jetzt zu erkennen. Ich hoffe, ein nettes Mädchen kauft mich. Ja, ich liebe Schlussverkäufe, bei denen die Sachen umsonst sind. Was gibt es sonst noch? Oh nein. Die Thun-Polizei? Wir haben einen Raubüberfall. Du willst mich ausliefern? Versuch mich zu fangen. Das muss ich schon selber machen. Lass es los, lass es los. Loser. Ha, und genau ins Schwarze. Im Namen des Gesetzes. Ups, Entschuldigung. Okay, Ma'am, folgen Sie mir auf die Polizeiwache. Sie sind verhaftet. Wie kannst du es wagen? Gib mir 5. Jahre im Gefängnis für den Angriff auf einen Polizeibeamten im Dienst. Los, meine Damen, raus aus dem Laden. Mach es dir bequem. Oh nein, Knast ist schlimm, aber Knast mit einem Loser ist noch schlimmer. Nimm das von mir runter. Das ist eklig. Oh, haben die überhaupt geputzt? Da sind so viele Spinnweben. Ich hoffe, meine Haare sind in Ordnung. Das ist das Wichtigste. Soll ich jetzt einfrieren? Ich halte das nicht aus. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann das in Ordnung bringen, bevor du auch nur blinzelst. Es ist so gut, dass ich alles habe, was ich brauche. Ich bin sicher, es wird fantastisch. Fast fertig. Vampy, was ist das? Das ist mein Kopfkissen. Willst du dich hinlegen? Sei nur vorsichtig, er kann dich beißen. Ich werde das schönste Bett haben. Die Eisgirlande ist unschlagbar. Sie leuchtet, aber sie wärmt dich nicht genau wie die Wintersonne. Du hättest nicht damit anfangen sollen, Mädchen. Du wirst nie mit mir mithalten können, wenn wir über Dekorationen sprechen. Rosen und Totenköpfe zusammen inspirieren mich immer. Wie gefällt dir das? Ich habe gewonnen. Das ist das Haus der Gräfin. Bleib nicht hier. Ich habe sogar meinen eigenen Palast. Er hat nicht gedacht, dass wir durch die Lüftung rauskommen.
Ups, ich glaube, du hast etwas fallen lassen. Nur eine Schraube für den Knast und ein Tritt in die Freiheit für uns. Sieht aus, als wäre er abgelenkt. Perfekt, hilf mir. Ja, folge mir. Aber sei vorsichtig. Schau, er ist eingeschlafen. Wer ist hier? Oh, es ist nur ein Traum. Okay, lassen wir diesen Schlafwandler in Ruhe. Ich glaube, wir sind kurz vor dem Ausgang. Wenn wir uns aufteilen, haben wir mehr Chancen, rauszukommen. Scheint ja geklappt zu haben. Was? Ich hätte Vampy folgen sollen. Der Luft nach zu urteilen, bin ich schon ziemlich nah dran. Wie lange habe ich geschlafen? Hey, schon wieder ein Leck? Was ist los? Kannst du nicht über mich hinweggehen? Mein Gesicht ist kein Teppich. Du, Kopf in den Wolken. Bin ich rausgekommen? Oh, Officer, du bist auch hier? Schön, dich kennenzulernen. Wohin gehst du? Zurück in den Käfig. Denk nicht einmal daran zu fliehen. Ja, ich höre zu. Ich habe den Täter im 5. Sektor erwischt. Ich habe dich. Ich bin im 5. Sektor. Komm rein. Ich dachte, du redest mit mir. Gut gemacht, Officer. Ich versuche, wie Sie zu sein, Sir. Bleib ruhig. Du bist frei. Was war das? Diese Typen sind verrückt. Ich wünschte, ich könnte das nicht sehen. Vielleicht sollte ich einfach das Schloss knacken. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Erinnern wir uns an die Zeiten, als ich Nageldesigner war. Okay, Honcho, wir brauchen dich noch nicht. Hier sind meine Krallen. Zeit, dich aufzurüsten. Draht und Pinzette, genau was ich brauche. Nur ein bisschen Geschick und die Klaue. Und schon ist der Generalschlüssel fertig. Ich hoffe, er bemerkt mich nicht. Schloss, hast du es mit einer Therapie versucht? Du musst es öffnen. Ich werde dir helfen. Mädels, was ist los? Hallo, Officer. Was hast du vor? Ich schaue mir gerade einen gut aussehenden Typen an. Oh ja, du bist auch hübsch. Okay, tschüss. Was für ein Narr. Und hier ist mein Geschenk für dich. Nein, nein, nein. Wer hat mich angespuckt? Das ist eklig. Du hast es verdient. Aufräumen ist angesagt. Und ich hoffe, du wirst hier nicht wieder Unordnung machen. Siehst du, was ich sehe? Es ist offen. Das ist unsere Chance. Lauf. Wow. Haha, ich wollte das Schild mit dem nassen Boden holen. Oh, arme Mädchen. Er hat gewonnen. Schon wieder. Das ist keine Sackgasse. Er muss aufpassen, wo er hintritt. Ein frostiger Atem. Hey, Bulle. Du bist ein Nichts hier, eine Platzverschwendung. Lass mich mein Mittagessen essen. Oh. Hey, Officer, kannst du mir helfen? Redest du mit mir? Ich muss dir etwas sagen. Kannst du mir etwas Blut besorgen? Auf keinen Fall. Du bist so langweilig. Wie wäre es mit einer Belohnung? Sie wird dir gehören. Was denkst du, wer ich bin? Ich eröffne endlich meine eigene Bäckerei. Okay, ich helfe dir aber nicht wegen des Geldes. Ich wusste sowieso nicht, was ich damit anfangen sollte. Oh, danke, Officer. Komm her. 100? 200? Das ist keine Bestechung. Ich bin's. Okay. Ja, ich habe einen Plan. Diesmal wird es klappen, da bin ich mir sicher. Lenke ihn ab. Das kann ich machen. Herr Wachtmeister, Sie sehen heute so gut aus. Hast du das gerade bemerkt? Lass mich dich genauer ansehen. Oh, ich sehe, du stehst auf echte Schönheit. Das ist für dich, Süße. Oh, warte eine Sekunde. So, viel besser. Was? Jemand, zur Hilfe! Oh, wow, das war aufregend. Ich werde mein Handy aufladen. Du hast Glück, dass die Batterie alt ist. Okay, reiß dich zusammen, Gabriel. Puh, gut, dass ich noch einen Schnurrbart habe. Mädels, ihr habt eine halbe Stunde Zeit, bis ich fertig bin. Deine Hand ist in meiner... Was sollen wir tun? Oh, wir werden darüber nachdenken, wenn wir frei sind. Geh weg von der Prinzessin. Wir werden es ganz leise machen. Ich brauche einen Gips. Es hat funktioniert. Bitte, Härte, schneller. Ich bin doch ein Genie, oder? Es ist mir egal, ob ihr 100 seid. Aua, ich bin auf deiner Seite, Idiot. Häusliche Gewalt. Hier gibt es nichts zu sehen. Wirklich, hier gibt es nichts zu sehen. Du bist nicht mehr mein Freund. Das bist du also wirklich. Du wirst bestraft. Oh, er ist nass. Oh nein, mein Schlüssel. Wow, der Spaziergang ist vorbei. Zurück in eure Zellen, Mädchen. Vampy, du auch. Mein Skelly, vergiss mich nicht, Schatz. Kannst du es öffnen, nur für eine Minute? Und wir werden dich bezahlen.
Weißt du, ich habe dich nicht gesehen. Also, eins, zwei. Hier kommt das schwarze Schaf. Oh, ich habe eine Idee. Professor, können wir vielleicht einen Deal machen? Oh, hör auf, die Kollegen bekommen Rabatt. Hab ich dich, korrupter Bulle. Gabriel, bist du ein Undercover-Polizist? Ich weiß, was ich mit dir zu tun habe. Lass uns das regeln. Du bist eine Schande für deine Position, Officer. Hast du einen Glitch? Officer, ich bin ein einfacher Mann. Reicht das? Okay, und ich kaufe die Donuts. Was war das? Ich weiß es nicht. Diesmal wird es bestimmt klappen. Pff. Wer hat die Klimaanlage angestellt? Es ist so kalt. Lass uns das in Ordnung bringen. Jetzt ist es viel besser. Oh, ist es warm. Und als ich gefragt habe, hat er es nicht eingeschaltet. Gut, dass ich die App habe. Jetzt bin ich für das Wetter zuständig. Eine arktische Hitze. Schalte auf Klimaanlage um. Puh, es ist Zeit, damit aufzuhören. Hey du, hör auf damit. Versuch mich zu zwingen. Oh, machst du dich über mich lustig? Ich hab dich. Oh nein, meine Zunge. Oh. Puh, du bist eine Eidechse. Oh gut, dass es kalt ist. Ich hoffe, es wird keine Beule geben. Du bist verhaftet. Nein, nein, du bist verhaftet. Hm, fast in einem Zug. Elsa, bist du bereit? Ich wurde bereits geboren. Extremes Einfrieren. Danke. Überlass den Rest mir. Hier. Out. Nach euch, eure Hoheit. Hey, nicht bewegen. Oh nein, das ist ein schreckliches Timing. Lass los. Sieh ihn dir doch mal an. Komm schon, sei nicht schüchtern. Ich danke dir für mein ewiges Leben. Rrr. Oh, Gabriel, du bist der Beste. Warte, ist das die richtige Zelle? Okay, wer ist der Nächste? Hi. Er ist so hübsch. Mua. Hey, Lady, warte. Lass mich dich in einen Vampir verwandeln. Rrr. Meine Zähne. Woraus bist du gemacht? Das war's, wir sind fertig. Geh nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Prinz. Rrr. Hör auf, du zwingst mich. Das Feuer unserer Liebe hat mich geschmolzen. Nein, das war ein Dyson. Keine Eiszapfen mehr. Ich gehe zum Zahnarzt. Elsa, ich habe dir doch gesagt, dass du auf dem Friedhof nichts Gutes erwarten kannst. Meine Königin, schläfst du? Du hast mich erschreckt. Ein Schneemann? Ich bin wegen Elsa gekommen. Baby, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Der einzige Weg, sie zurückzubekommen, ist, sie zu einem Vampir zu machen. So kalt. Das ist der Ort. Wow, das ist ein echter Palast. So schön. Chum-Chick, wo bin ich? Hallo. Wow, du bist ein echter Vampir. Warte mal. Willst du so werden wie ich? Ich kann dir helfen. Was? Du machst das wirklich für mich? Natürlich. Es gehört alles dir. Wow, ich kann es kaum erwarten, es anzuprobieren. Was denkst du? Du siehst fantastisch aus. Ihre Frisur. Elsa? Bist du okay? Was sollen wir mit meinen Haaren machen? Oh, das ist ernst. Ich weiß. Ich bin sicher, in der Kiste ist genau das, was wir brauchen. Bist du bereit? Natürlich. Zu komisch. Und diese Perücke könnte schön sein. Leo, kannst du nicht etwas vorsichtiger sein? Das ist nicht das, was du brauchst. Vielleicht das hier? Auf keinen Fall. Ja, oh, den habe ich noch nicht gesehen. Lass es uns versuchen. Ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Wow, ich bin ganz deiner Meinung. Warte, ich habe noch etwas anderes in der Box gesehen. Toll, ich habe gerade an einen Lockenstab gedacht. Mein altes Haar ist immer geschmolzen. Ich hoffe, das passiert nicht mehr. Oh, wie praktisch. Wow, so schön. Du kannst nicht essen, richtig? Sieht einfach umwerfend aus. Gefällt dir meine Frisur? Weißt du, woran ich gerade denke? Sag es mir. Ich bin kein Hellseher. Ich muss blass sein. Vampire können nicht in der Sonne sein. Ich glaube, weißer Puder passt perfekt zu meinem neuen Look. Hatschi! Blöde Bürste. Du hast alles kaputt gemacht. Was ist passiert? Ich habe mich geschminkt und dann... Puff. Ich glaube, ich kenne einen Lifehack von TikTok. Was haben sie gemacht? Genau. Zuerst holst du das Deo, nimmst dieses Teil heraus und schüttest Mehl in den Behälter. Dann schließe es und genieße es. Es funktioniert. Du kannst es ausprobieren. Danke. Es wird viel schneller gehen. Ich dachte, ich war vorher schneeweiß.
Aber jetzt ist es so viel weißer. Haare, hör auf! Warum seid ihr so widerspenstig? Okay, du zwingst mich dazu, zu ernsten Maßnahmen zu greifen. Wenn das so weitergeht, gebe ich dir eine gute Bürste. Ups, sieht so aus, als wäre es nach der letzten Frisur übrig geblieben. Jetzt ist es noch wärmer. Was? Hast du noch ein paar Eiswürfel? Ich weiß es nicht, lass uns nachsehen. Danke, diese Party würde ohne dich scheitern. Du bist so witzig. Okay, zurück zu den Haaren. Ich glaube, ich brauche eine Haarspange. Ich habe hier ein paar davon gesehen. Was ist mit der hier? Nein, vielleicht kann ich sie selbst machen. Vor allem, weil man alles zur Hand hat. Ich glaube, jeder hat ein paar Kristalle. Und etwas schwarzes Foamiran. Lasst uns eine Fledermaus malen. Schneide jetzt den Rohling aus. Ich habe beschlossen, zwei Zeichnungen zu machen. So geht's. Schau mal, wie süß die sind. Wir werden ein Schmuckstück aus schwarzen Perlen machen. Toll. Wow, so schön. Und ich brauche noch die Spitze. Lasst uns einen Heiligenschein um die Fledermaus machen. Sehr cool. Zurück zu den Haaren. Dafür haben wir diese Haarnadel gemacht. Fertig. Wow, ich bin hinreißend. So praktisch und elegant. Oh, meine Lippen. Was soll ich mit euch machen? Ich habe eine Idee. Wenn wir etwas Eis verwenden, sollten sie größer werden. Oh nein, es hat nicht geklappt. Was ist das? Ich hoffe, es macht Leo nichts aus. Es riecht so lecker. Wow, ich glaube, diese Farbe steht mir. Vergiss die Oberlippe nicht. Wow, genau das, was ich brauche. Jetzt muss ich nur noch warten. Und fertig. Wir können die Tönung abnehmen. Wow, es ist noch besser geworden. Wow, Leo, sieh nur. Das ist echte Magie. Wieso ist ihr Eyeliner immer so perfekt? Zeit, meine Augen zu pflegen. Mal sehen, was ich habe. Rote Linsen, um besser zu sehen, wo das Blut pulsiert. Hygiene geht vor. Wir setzen es auf das Auge. Schau dich um. Fertig. Wow. Jetzt die zweite Linse. Wuhu, das war einfach. Und jetzt den Eyeliner. Warum ist es so schwer? Elsa, weine nicht. Du ruinierst sonst dein Make-up. Es gibt nichts zu ruinieren. Ich weiß, wie ich helfen kann. Abdeckband. Vertrau mir. Ich konnte sie anfangs auch nicht gleich machen. Aber das Klebeband lässt dich nicht über die Linie gehen. Also musst du dir keine Sorgen machen. Na bitte. Wir brauchen es nicht mehr. So viel besser. Jetzt die Lidschatten. Wow. Hast du einen Pinsel für dein Gesicht und deine Bilder? Das geht nicht. Lass es uns erst waschen. Und genieße das Farbspiel. Erledigt. Das ist etwas, womit wir arbeiten können. Also wo haben wir aufgehört? Aha, ich verstehe. Und ein bisschen hier. Du kannst es dir ansehen. Cool, nicht wahr? Oh ja, es ist Zeit fürs Mittagessen. Was kochst du da? Willst du Gras essen? Willst du auch einen Salat? Ich liebe ihn. Igitt, nein. Hier, gebratene Finger. So ist es besser. Oh, ich glaube, ich muss mich übergeben. Wie kann man das überhaupt essen? Und die geheime Zutat des Chefkochs. Setz dich hin, ich lege es auf den Teller. Ich liebe Familienrestaurants. Guten Appetit. Hm, das ist gut. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Was ist los? Knoblauch? Wie ist er da hingekommen? Ich schwöre, es ist nicht meiner. Das ist transsilvanischer Salat. Oh, du Schneeball. Leo nicht. Er hat nur einen Scherz gemacht. Beruhige dich. Wie ist die Fledermaus hierher gekommen? Ich bin's. Hey. Wow. Kannst du mir das auch beibringen? Okay, ich bring's dir bei. Stell dich hier hin. Ich glaube, ich hab's. Du bist ein echter Meister. Ich bin dran. Warum hat es nicht geklappt? Stimmt. Wie konnte ich das vergessen? Du bist kein Vampir. Das können wir ändern. Okay, jetzt versuch es. Das ist komisch. Ich fühle mich anders. Du hast es geschafft. Komm bald wieder. Ich werde dich vermissen.